alle zusammen zum Bauchtrick. 15 Minuten lang. Und ich hoffe, ihr macht mit. Wir starten jetzt auch direkt. Und zwar gibt es eine Warm-up-Übung. Und jede Übung die dann 2 4-Minuten Blöcke am Boden. Das heißt, 12 Minuten trainieren wir intensiv. Als Warm-up-Übung für alle, die jetzt dazukommen, wir starten jetzt mit dem Warm-up. Halli, hallo, guten Abend. Ihr dürft hier mit dieser Bewegung starten. Zieht euch mit einer guten Rotation von der einen Seite zur anderen Seite und liftet die Knie. Heute geht es absolut um unsere Bauchmuskeln. Und es wird brennen. Okay, wir bleiben immer noch in der ersten Bewegung. Warm up, schön ziehen. Side to side. Mal gucken, ich sehe es schon soweit nicht. Michaela, hallo. Birgit, hallo. Vanessa, hi. Jessica, Ramona, super. Okay, schüttelt euch durch. Es startet jetzt der erste Viererblock. Wir liften uns hier, Standbein leicht beugen. Gleich zieht ihr eine Minute hier schön in der Crunch-Bewegung. Und wer möchte, kann das im Einbeinstand machen. Ja, richtig großer Zug. Bein geht rück, Arme, Knie ziehen dann zueinander. Fixiert euch schön den Blick nach vorne, dass ihr euch gut ausjongliert. Wer das nicht machen möchte, im Einbeinstand zieht hier. Immer abwechselnd das Bein zurück. Die Bauchmuskulatur in dieser Bewegung warm macht. Das ist ein Crunch. Ja, hier richtig ziehen. Zuziehen. Zuziehen. Standbein schön locker gebeugt. Okay. Zweite Bewegung. Setzt euch hier in ein schön weit geöffnetes Plié. Nehmt die Arme hier. Wir ziehen uns hier Side to Side, aktivieren die Flankenmuskeln und go. Schön tief sitzen, Bauchnabel fest nach innen, Side to Side. Ich zeige es mal von der Seite. Ich gehe hier nicht nach vorne, sondern ich neige mich einfach nur in die Seite, ganz gerade. Ja, hier, schön Seite zu Seite. Ihr sitzt in den Beinen tief. Das ist Feeling immer, Mann, ich hab's schon. Zieht einfach so weit nach unten wie für euch möglich. Die Übung kommt gleich nochmal. Immer fest, Bauchnabel nach innen. Okay, und jetzt wiederholen wir Übung 1 und Übung 2. Hi Moni, hi Diana, hi Cornelius. Ihr stellt euch jetzt auf die andere Seite und zieht hier. Zweite Crunch-Bewegung, zweites Knie. Wenn ihr wollt, wieder Einbeinstand, das ist deutlich schwieriger. Da habt ihr noch gleich eine Stabilisationsübung dabei. Zieh zu, zieh auf. Schön aus- und einatmen. Jawohl. Zu crunchen auf. Zu crunchen auf. Zu crunchen auf. Gut balancieren, super Leute.
gehen wieder in die zweite Position. In jedem Viererblock kommt jede Übung doppelt, so kennt ihr die schon. Ihr werdet außerdem in der Bewegung warm. Arme weit geöffnet, Bauchnabel einziehen. Nächsten 60 Sekunden, dann geht's auf den Boden. Zieht euch Side to Side. Eure Flanken braucht ihr gleich im nächsten Block. Schön ziehen. Es ist gar nicht schlimm, wenn ihr nicht an die Knie oder an die Oberschenkel kommt. Geht euren Weg nach unten, der möglich ist. Es ist nicht ideal, jetzt hier nach vorne zu gehen. Nein, ihr wollt gerade bleiben. Ihr zieht euch hier. Side to side. Ja? Schön die Arme aufklappen. Bauchnabel fest einziehen. Super macht ihr das. Kommt, zieht weiter. Für die nächste Übung gehen wir auf den Boden. Ihr schaut kurz zu in die Rückenlage. Wir ziehen zu und öffnen. Großer Crunch. Das hatten wir jetzt jede Woche mit drin. Ja, ihr startet ab den Fersen. Crunch zu und öffnet wieder weit. Gerade Bauchmuskeln sind nass. Ihr könnt euch richtig einrollen. Der Po rollt leicht nach oben, das Becken zieht, öffnet. Versucht mit den Ellenbogen an die Knie zu tappen. Ausatmen ein. Und schön stabil wieder nach unten abstellen. Super den Rücken am Boden fixieren. Endspurt für die gerade Crunch-Bewegung. Jetzt spürt ihr, dass erstmal die Bauchmuskeln arbeiten. Okay. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Ich gehe jetzt in die Seitlage. Ellenbogen unter der Schulter, Fuß über Fuß. Gegenarm hier hoch. Richtig stabil. Lange Linie. Pusht euch hoch. Langsam tief. Pusht euch hoch, spannt euch hier fest, dann löst ihr wieder. Wie lange ihr oben bleibt, das guckt, wie das geht. Ja, wie es für euch geht. Wenn ihr merkt, ihr werdet unstabil, dürft ihr früher lösen. Und lösen. Und ganz wichtig, dass ihr in den Faden echt hier Bauch einzieht, Po spannt. Ja, nicht jetzt irgendwie hier unstabil werden, richtig feste Linie, eine gerade Linie hoch. Immer auf den Po mit Anspannung, Bauch einziehen, Po. Das ist hier unsere Flankenmuskulatur, der Seitenlenk. Haltet immer kurz oben, atmet tief, spannt fest. Und locker. Sehr gut. Es kommt wieder der gerade Crunch. Exakt dasselbe wie eben. Arme weit öffnen, Fersen auf den Boden. Okay, go. Zu, öffnet. Zu, öffnet. Versucht immer, exakt, denselben Weg zu gehen, von der ersten Sekunde bis 60. Gerade Bauchmuskeln arbeiten. Sehr gut macht ihr es. Endspurt. Schön zuziehen, atmet aus. Okay, super. Ihr rollt euch jetzt langsam auf die zweite Seite.
natürlich kommt jetzt der Seitenplank auf die Gegenrichtung. Wichtig ist hier eine schöne gerade Linie. Ellbogen unter der Schulter, Bauch und Po fest, lüftet euch hoch. Wer es schafft, kann natürlich auch fast die komplette Minute hier oben halten. Schön nachspannen, Bauch, Po, atmen. Wenn ihr merkt, die Kraft ist nach, könnt ihr lösen. Pusht euch neu hoch, spannt wieder fest. Nacken schön locker. Der Arm gibt euch die Richtung, ihr wollt da hoch, Richtung Zimmerdecke. Es sei denn, ihr trainiert draußen auf der Terrasse. Da dürft ihr hoch Richtung blauer Himmel. Das ist die Lieblingsübung von allen. Ich weiß, die Leute hassen die. Aber die Flanken zu trainieren ist super wichtig. Spannt den Po mit. Fest den Po-Muskel einziehen. Bauchnabel einziehen. Endspurt. Gleich geschafft. Okay. So Leute, was fehlt jetzt noch? Hi Tatjana, hallo Petra, hallo Nathalie. Es fehlt jetzt noch die schräge Bauchmuskulatur. Wir kommen jetzt in den Bicycle Crunch. Das ist die große Übung. Schön weit über Kreuz. Wenn ihr das gleiche haben wollt, macht ihr hier. Ja? Okay, let's go. Schön schieben. Immer über den Kreuz. Twistet mit dem Oberkörper mit. Tappt die Ellbogen an die Knie. Ihr könnt das richtig schnell machen hier. Zieht durch. Atmet, kommt. Atmen, atmen, Beine schieben. Letzter Block sind wir schon. Ihr habt es fast geschafft. Und leider gehen wir jetzt nochmal in den Handstütz. Hier. Leichtere Übung. Lift, 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 lift. Hintereinander oder gemeinsam diagonal, Arme beim Heben kurz halten. Abstellen, zweite Seite. Sucht euch mal raus, was ihr machen wollt. Die vier Hebebewegungen nacheinander. Oder hier. Ganz stabil, Bauch fest. Ihr merkt, das ist super schwierig zum Ausbalancieren. Da trainiert ihr alles mit diesen Übungen. Da reichen 12 Minuten. Spannt fest. Richtig lang ziehen den Körper. Bauch und Po stabil. Blick zum Boden, wenn ihr die Übung drin habt. Nochmal, Kopf wechseln. Und jetzt vorletzte Minute, Bicycle Crunch, nochmal wiederholen. Lasst uns starten, sobald der Intervall beginnt. In die Rückenlage, Arme schön öffnen, los geht's. Ziehen, ziehen, ziehen. Atmet. Twistet gut mit Nacken und Blick und Schultergürtel mit. Seht, ich drehe mich wirklich weit auf. Wenn ihr wollt, hier richtig Gas. Richtig die Bauchmuskeln nochmal durchschieben durch die Übung. Die brennen jetzt. Bei mir auch. Oh. Kommt, ihr schafft's. Ihr schafft es nicht aufgeben, bleibt dran. Vom Zugucken werden die nicht fit. Ihr könnt jederzeit in die leichtere Übung rein. Boah. Letzte Übung. Noch einmal die Plank-Variante.
im Handstütz. Ja, hier schön unter der Schulter die Hände positionieren. Beine schon mal in die Position. Handstütz aufbauen, stabil. Jetzt A. Das wäre der leichtere Level. Wir heben abwechselnd ein Körperteil. Oder schwieriger, beide gleichzeitig. Das ist wirklich ein sehr effektives Training für euch. Spann den Körper lang, heb das Bein, Arm lang. Blick zum Boden. Gleich haben wir es geschafft. Versuch noch durchzuhalten. Wir machen jetzt eine ganz kurze Cooldown-Übung. Richtig gut, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, habt ihr für die Bauchmuskeln viel gemacht. Diese großen Übungen in der Balance sind wirklich ein super Stabilisationstraining noch gleichzeitig und trainieren auch gleich den Rücken und den gesamten Rumpf mit. Also das ist immer bei so Kurzprogrammen der beste Weg. Ihr dürft euch jetzt hinlegen, die Arme weit nach oben. Und wir lassen einfach mal die Knie schaukeln. Atmet mal durch. Richtig locker. Von der einen Seite zur nächsten. Hier die Flanke langziehen. Durchatmen. Noch zweimal hin und her. Und dann haltet ihr an, schüttelt euch mal einfach locker nach oben, die Arme, die Beine, greift nicht die Knie und greift zum Abschluss nochmal in der Rückenlage. Ganz locker. Okay, einmal ausstrecken. Oh, super. Einfach alles wieder in die Länge ziehen. So. Schaut mal, vor 12 Minuten waren wir weder geschwitzt, noch haben wir uns angestrengt gefühlt. Und so schnell geht's. Ihr spürt wahrscheinlich jetzt schon einfach oder habt eure Bauchmuskulatur richtig lokal mal gespürt. Und dann haben wir doch unser Ziel für heute Abend erreicht. Danke, dass ihr dabei wart.